Geschäftsführerin der Lebenshilfe Gifhorn und ich begrüße heute ganz herzlich Frau Tolle Sommer. Hallo. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ich freue mich außerordentlich, dass es heute geklappt hat. Meine erste Frage, was verbindet Sie mit der Lebenshilfe in den letzten Jahren? Ja, also mit der Lebenshilfe verbindet mich in den letzten Jahren natürlich immer meine Tochter, aber auch von Anfang an meine Tochter. Und zwar, das war 2001, da ist sie in der Tagesbildungsstätte eingeschult worden. Und seitdem bin ich eigentlich mit der Lebenshilfe verbunden. Also das sind ja mittlerweile dann schon 21 Jahre. Und während der gesamten Schulzeit, da war ich auch schon im Elternbeirat. Mhm. Und als dann der Wechsel in die Werkstatt kam, da war es für mich eigentlich klar, dass ich mich auch weiterhin ehrenamtlich engagieren möchte. Und daraufhin hat mich Herr Czarnecki dann sogar auch gefragt, ob ich nicht im Vorstand mitmachen möchte. Wir kannten uns schon vom Elternbeirat und ja, so bin ich dann zum Vorstand gekommen. Was macht Ihre Tochter in der Werkstatt? Meine Tochter, die ist jetzt in der Großküche und da fühlt sie sich total wohl und ich bin so glücklich, dass sie da arbeiten kann und dass das alles so gut läuft. Und da bin ich der Lebenshilfe auch wirklich sehr dankbar. Ja, neuerdings geht Ihre Tochter auch zum Zumba. Ja, genau. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Das bietet ja auch die Lebenshilfe an. Und sie kann da zum Zumba gehen und das macht ihr total viel Spaß. Also das ist das Highlight montags dann. Ja, es wird Zeit, dass wir jetzt nach der Krise wieder ins Leben kommen. Ja. Wir sprachen darüber. Und jetzt besteht ja die Möglichkeit, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und das genau. ist so ein Schritt auch in Inklusion, tatsächlich mit allen anderen dort Sport zu machen. Und es wird ja auch richtig gut angenommen und ja, macht Spaß. Ja. Sie haben gesagt, Sie sind im Vorstand. Was sind so Ihre Aufgaben im Vorstand? Also einmal die Aufgaben, die halt alle haben. Wir treffen uns zu den Sitzungen. Und ansonsten habe ich auch regelmäßige Treffen mit dem Werkstattrat. Also nicht nur ich, sondern auch dann meistens mit Herrn Czarnecki zusammen habe ich das. Und ja, ansonsten liegt eigentlich eine ganze Menge immer an. Jetzt in der Corona-Zeit, da haben wir uns auch noch einmal öfter getroffen oder auch eine Videokonferenz gemacht. Also es sind eigentlich immer Termine da. Und alles ehrenamtlich? Ne? Alles ehrenamtlich. Man muss schon einiges an Zeit investieren. Mhm. Aber das mache ich gerne, das macht mir Spaß. Und es ist auch eine Erfahrung halt. Ich habe auch viel gelernt in der Zeit, muss ich sagen, betriebswirtschaftlich und auch überhaupt gute und schlechte Erfahrungen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, also es ist schon sehr interessant. Und der Vorstand ist deswegen so wichtig, weil Sie uns immer wieder Informationen geben aus Ihrem Blick. Wir Hauptamtlichen müssen Entscheidungen treffen und Sie können aus der Erfahrung, die Sie mit Ihrer Tochter machen, uns natürlich behilflich sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen und immer aus der Sicht der Menschen zu entscheiden, nicht aus der Sicht des Unternehmens. Genau, das stimmt. Und deshalb ist es ja auch gut, dass im Vorstand immer Menschen sind, die selber Kinder oder Erwachsene haben, die auch in der Lebenshilfe arbeiten oder zur Schule gehen, ne? Weil die das ja dann auch immer gut beurteilen können. Genau, und Sie begleiten Ihre Kinder über die ganze Lebensphase. Das heißt, Sie können Dinge sagen, wie kann man Schule verbessern? Ja, genau. Was braucht es im Schulalter, aber was braucht es dann auch in der beruflichen Bildung? Was braucht es dann in der Zeit der Arbeitstätigkeit? Das sind natürlich sehr wertvolle Einblicke, die Sie uns dann zur Verfügung stellen können. Ja. Jetzt gibt es ja in der Lebenshilfe auch noch einen Verwaltungsrat, ja. der die Aufgabe hat, ist auch ein Kontrollgremium und eben schaut, was macht das Gremium Geschäftsführung, wie ist die finanzielle Situation, welche Entscheidungen werden getroffen im Hinblick auf Investitionen. Und nicht nur, dass Sie im Vorstand sind, haben Sie sich jetzt auch entschlossen, dem Verwaltungsrat zur Seite zu stehen. Was hat Sie bewogen, das zu tun? Also es war ja eigentlich so, bei der letzten Wahl 2018 musste noch jemand vom Vorstand in den Verwaltungsrat und da habe ich mich dann halt gemeldet. Und jetzt bei der letzten Sitzung bin ich ja dann auch stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende geworden. Und ja, das ist mir einfach wichtig, das muss ja auch jemand machen und wenn da einer fehlt, dann muss jemand einspringen und das war in dem Fall ich. Und da habe ich gesagt, ich mache das auch noch. Ja, wir sind sehr dankbar. Und das mache ich auch gerne. Ja, sehr schön.
Sie begleiten die Lebenshilfe schon eine ganze Zeit und haben auch gesehen, wie sich die Lebenshilfe verändert hat, auch welche Herausforderungen da waren. Und Sie hatten es angesprochen, die letzten 2 Jahre waren wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernd. Auf der einen Seite hatten wir Corona und auf der anderen Seite müssen wir uns neu aufstellen in Richtung BTHG. Und wir haben noch viel gemeinsam vor. Wenn Sie auf die Lebenshilfe schauen, was wünschen Sie sich für die Lebenshilfe in der Zukunft? Also ich wünsche mir auch, dass es jetzt so weitergeht. Es hat sich ja schon eine ganze Menge verändert jetzt, auch gerade in dem Jahr, in der Zeit, in der Sie jetzt da sind. Die Lebenshilfe ist auf dem Weg der Neuausrichtung und das BTHG muss umgesetzt werden. Und das will ich alles gerne unterstützen und allein diese Räumlichkeiten hier, die sind ja schon super, dass hier ein Treffpunkt ist inmitten in der Stadt, das finde ich ganz toll. Und ich hoffe, dass das immer so weiter vorwärts geht, dass es immer besser wird, auch mit den Menschen mit Beeinträchtigung, dass die halt einfach zu den normalen Leuten mit dazugehören und nicht immer so eine Abgrenzung gemacht wird. Ne? Das wünsche ich mir. Spannend ist in den letzten Jahren, das haben Sie auch beobachtet, wie langsam dieses Thema in die Gesellschaft hineinrückt. Ja. Dass wir schon so lange über das Thema Selbstbestimmung reden und Normalisierung, genau. Und gleichberechtigte Teilhabe. Und es geht voran, aber es braucht Kämpfe für dieses Thema und Menschen, die dranbleiben. Und deswegen vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind und auch weiter dranbleiben. Damit wir denen, die beeinträchtigt sind, eine Stimme geben können. Genau. Und das ist mir auch wichtig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Und danke. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich danke Ihnen.